Natürlich wird es auch gelegentlich den einen oder anderen Grießkram geben, der nicht zurücklächelt, aber keine Sorge, er wird sterben. Folgendes, liebe Urologen. Du, Mensch vom Planeten Erde, heute ist Weltfriedenstag, zumindest in Deutschland. Weltweit ist Weltfriedenstag am 21. September. Bisschen komisch, dass das in Deutschland dann am 1. September ist. Müsste dann ja eigentlich Deutschlandfriedenstag heißen, denn Deutschland ist ja nicht die Welt. Aber egal, sagen wir einfach so, heute ist Weltfriedenstag und Glückwunsch, überall ist es friedlich. Naja, nicht wirklich. Überall gibt es Krisen und Kriege, also klingt ein Weltfriedenstag nahezu zynisch. Aber gib die Hoffnung nicht auf, ich muss dir sagen, Weltfrieden kann und wird erreicht werden. Ich klinge jetzt wie ein Verrückter, bin ich aber nicht. Also das heißt, vielleicht schon, aber es besteht die kleine Chance, dass ich nicht kompletten Bockmist erzähle. Also kannst du mir glauben, weil, hey, Weltfrieden. Es ist eigentlich ganz einfach. Frustriert zu sein, weil wenn man sich die Situation der Welt anschaut, aber es gibt was, was du tun kannst und tun musst. Schritt 1. Und das wird dich hoffentlich beruhigen, ist, dass dir klar werden muss, dass du nicht allein den Frieden auf diesen Planeten bringen kannst. Aber das ist ganz gut, weil es nimmt dir eine verdammt große Last von den Schultern. Du selbst wirst nicht viel ändern, von daher ist es vollkommen okay, zumindest zu versuchen, ein klitzekleines bisschen was zu verändern. Das wird nämlich nicht wehtun und es wird auch nicht wehtun, wenn es nicht klappt. Warte ab, Schritt 2 ist die Erkenntnis, dass Weltfrieden zwar wie eine Utopie klingt, die nie eintreffen wird, aber das ist nicht wahr. Weltfrieden ist möglich und wird passieren, es ist gar nicht abzuwenden. Aber das Traurige ist, es wird nicht mehr in deinem Leben passieren, wir werden tausende Jahre brauchen, vielleicht sogar Millionen, denn ein Haufen kleiner Schritte sind nötig, aber Millionen kleinerer Schritte, bis wir eine Gesellschaft ohne Krieg sind. Aber das Gute ist, es gibt über 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde, also wenn wenigstens einige wenigstens versuchen, in Richtung Frieden zu arbeiten, wird es irgendwann funktionieren. Jetzt wirst du vielleicht denken, was hast du selbst davon? Nun, du hast was Gutes für zukünftige Generationen getan und davon mal abgesehen, dir geht es dann auch besser. Hier ist, was zu tun ist und glaub mir, es funktioniert. Fang mit dir selbst an. Wenn du durch die Straßen läufst und jemand kommt an dir vorbei, dann lächle ihn an. Wir lächeln viel zu selten. Versuche es einfach mal. Weißt du, was passieren wird? Die Person, die du anlächeln wirst, wird wahrscheinlich zurücklächeln. Fast immer. Und ihr wird es besser gehen und dir wird es besser gehen. Und zusammen habt ihr einen winzig kleinen Schritt Richtung Weltfrieden gemacht. Ja, es klingt verrückt, denn es sind noch ungefähr 1 Trillion mal 1 Million mehr Schritte nötig. Aber du hast etwas getan und hast dein Leben und sogar das einer anderen Person besser gemacht. Und du sollst dich großartig fühlen. Natürlich wird es auch gelegentlich den einen oder anderen Grießkram geben, der nicht zurücklächelt, aber keine Sorge, er wird sterben. Also eines Tages, also ist das okay. Oder er hatte einfach einen schlechten Tag, aber wenigstens hast du gelächelt. Selbst wenn niemand außer dir lächelt, fühlst du dich besser. Versuche es mal, geh zu einem Spiegel und lächle dich an. Da gibt es überhaupt nichts, was dich stoppen kann, dich besser zu fühlen, wenn du lächelst, denn das ist nämlich, was Lächeln ist. Falls du jetzt noch einen Schritt weiter gehen willst, dann tu einfach nette Sachen. Sag Danke und Bitte oder halt die Tür auf, hinterlasse einen Kommentar des Dankes unter jedem einigermaßen guten Internetartikel, den du gelesen hast, unter jedem Video, das du gesehen hast. Ich bin mal gespannt, wie viele das hier jetzt tun. So klein und wertlos, wie du es dir auch vorstellen kannst, etwas Nettes ist auf jeden Fall besser als nichts Nettes. Für alle. Selbst wenn jemand es nicht verdient oder es nicht einmal wahrnimmt, nett sein macht die Welt ein kleines bisschen besser. Und selbst wenn nicht, es macht sie nicht schlechter, also ist es den Versuch wert. Außer du bist ein fauler Grießkram, dann habe ich Neuigkeiten für dich. Du wirst sterben. Peace. So, das war's. Bis zum nächsten Mal, Manuel Ott. Da haben sich die größten Vollidioten des Planeten montäglich immer in Dresden versammelt für diese beschissenen Pegida-Demonstrationen, wo sie ganz, ganz dumme Sachen gesagt haben und sich ganz, ganz dumme Sachen angehört haben. Und diese komplett Vollidioten haben dann irgendwann, diese faulen Nichtsgönner waren irgendwann zu faul und zu nichtsgönnend, um weiterhin auf diese Demos zu gehen. Und das hat sich dann so ein bisschen verflüchtigt. Und die haben jetzt Facebook entdeckt.